Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Pod von The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Ja, ich bin hier schon mal hochgekommen und wir können jetzt direkt durch diese Tür und hoffentlich schaffen wir diesen Tempel jetzt in diesem Part. Das wäre super toll. Das würde mich sehr freuen. Na komm her. Oh, das ist auch One-Hit. Hatte ich mich nicht letzten Part so gefreut, dass das... Mal wieder Schuhe. Nein. So. Yeah. Genau, ganz wichtig ist es natürlich, den Masterschlüssel hier mitzunehmen. Yeah. Ich meine natürlich den großen Schlüssel. Aber dich würde ich auch gerne mal. Mist. Na komm. Ich kann keine Wirbelattacke mehr. Okay, genau, Masterschlüssel habe ich. Geht's noch weiter nach oben? Nein. Okay, dann geht's nur hier runter. Moment. Ich lass mich sanft runterfallen. Runtergleiten. Runterfahren. Okay, so. Hier ist nämlich noch eine Kiste. Aha. Und 20 Rubine. Und noch mehr Geld. Hier sind auch 20 Rubine. Und ein Herz. Und ich bin voll. Wow. Okay. Genau. Jetzt kann man entscheiden. Erstmal gucke ich lieber vorsichtshalber nach. Im linken Teil habe ich jetzt, glaube ich, alle Truhen, die es gibt. Ja. Dann fehlt nur noch hier das oben. Und da scheint auch nur noch eine Truhe zu sein. Das ist doch prima. Cool. Geister haben wir auch alle. Herzteile haben wir alle. Und ja, ich versuche jetzt mal, mich irgendwo ranzuhängen, wo es Sinn macht. Keine Ahnung, ob das Sinn macht. Ich probiere es mal. Denn ich glaube, hier war doch oben irgendwas Tolles. Ja, das da. Und zack. Yeah. Genau. Da waren halt so... Die habe ich mir gar nicht angeguckt oder so. Ja, sorry. Die habe ich mir gar nicht angeguckt. Aber hier waren so komische Plattformen, die aussehen wie so Windräder, die sich nun drehen. Und sonst könnte man halt gar nicht vorankommen, ne? Aber jetzt ist halt Wind da. Und das ist gut. Uns. Stirb. Stirb. Ja. Okay. Schauen wir mal nach. Ich glaube, hier kann ich gar nicht rüber. Oh, da. Na gut. Ich versuch's. So wie gedacht. Ach komm. Zack. Ja, und ich muss mal wieder sagen, so schlimm war jetzt das gar nicht. Wieso sollte man da reingehen? So schlimm war der Tempel nicht. Sage ich jetzt schon, obwohl er noch gar nicht zu Ende ist. Aber er ist gleich zu Ende, das kann ich euch versichern. Wir haben ja schon den Masterschlüssel und es fehlt einfach nicht mehr viel. Habt ihr ja gerade gesehen, es sind noch irgendwie zwei Räume oder so. Also zwei richtige Räume. Und der eine war halt schon quasi der Boss. Von daher... So, genau, die letzte Truhe müsste ja dann hier sein. Ja? Aha. Noch ein Buchstabe? Nein. Schade. Geld ist auch nicht schlecht. So, zack.
Wenn wir diese Krüge da haben. Keine Ahnung. So. Boss-Time. It's Boss-Time, yo. Also noch nicht ganz. Ach ja, der letzte Raum. Das ist der letzte Raum. Es gibt ja mal diesen einen besonderen Vorraum, wo man dann den Masterschlüssel benutzen muss. Oder den großen Schlüssel. Achso, und hier sind plötzlich zwei dieser Zwischenbosse. Auch nett. Und ich glaube, der andere will mich gerade angreifen, kann das sein? Ja, okay. Die wechseln sich netterweise immer ab. Ich weiß nicht, wenn man ihn am Boden besiegt. Egal. Oh. Aua, ich hab's gehört. Hat er mich. Hä? So, ich hab ein halbes Herz. Oh. Komm, stirb, stirb. Du bist doch der, den ich gerade angegriffen habe. Ah ne, der. Okay. Der war das. War 50. 50. Ah, 50. Euro. Rubine. Fast Euro. Na komm. Los, stirb. Jetzt. Oh. Ja. Manchmal macht er das nicht mit dem coolen Move. Na gut. So. Aber nichts wird mich daran hindern, in diesem Part alles zu beenden. Nein, nicht ganz alles, aber... den Tempel. So. Genau, hier gibt es wieder Sachen und hier gibt es wieder Schalter. Zeig mal her. Jetzt drehe ich mich? Ja. Oh mein Gott, ich drehe mich. Mir wird schlecht. Hier unten müssen nur Krüge sein. Ich kann ja mal gucken. Ein Krug. Zwei Krug. Oh Geld. Oh Gott. Seht ihr, habe ich alles bekommen, außer den dritten Krug. Ups. So, zack. Nein. Nein, ich hasse das. Ich hasse das. Dann halt nochmal. Ja, dann kann ich den dritten Krug ja mal nehmen. Also verpasse ich meinen Einsatz, aber egal. Okay, nein, tue ich nicht. Ja. Dieses Timing, das mag ich nicht. Nein. 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 Da war ich zu unsicher. Da könnte ich noch nicht. Na gut. Da sind noch mehr Krüge, ich brauche die jetzt nicht. War es jetzt egal, welche? Nee, oder? Das ist fake, oder? Da komme ich nicht ran. Von hier komme ich. Ich bin so ein Trott. Nee, das geht gar nicht. Ja, egal. Hier ist noch mehr Geld. Was soll das? Auch kein Geld. So. Ich brauche aber natürlich das, was weiter oben ist, damit ich da rankomme. Dann war es einfach nur fake. Ein Fake-Weg. Okay. Dann brauche ich das da. Nein. Noch mehr Geld. Oh, die paaren sich. Oh. Habt ihr das gesehen? Okay. So, jetzt brauche ich das da nochmal. Hui! Hier ist wieder ein Schalter. Ja. Den ich nicht treffe. Das wäre witzig. Und dann so, ach, ihr hättet ihn von ganz unten treffen müssen. Nein, Spaß. Natürlich nicht. Sowas passiert hier. Okay. Alles klar. Herzchen nochmal eingesammelt und eine Fee. Egal, wir brauchen keine Fee.
Bum, bum. Und jetzt sind wir draußen. Hier gibt es natürlich auch wieder solche Stellen oder was? Was muss ich machen? Hilfe. Blöd. Ich bin bescheuert. What? Ach, da. Was ist das? Fies. Einfach fies. Und jetzt? Ja, und jetzt? Aha, da. Okay. Das ist echt fies. Aber egal, wir sind jetzt oben angekommen. Die Aussicht ist fantastisch. Einfach fantastisch. Aber was erwartet uns hier? Wir haben ihn ja schon getroffen, mehrmals. Und von weitem gesehen. Den wunderschönen Drachen, den wir jetzt leider erledigen müssen. Hallo. Aber es ist auch ein epischer Kampf. Fliegner, Feuerdrache, Argorok. Wow. Ne. Ich muss hier ganz nach oben. Zack. Komischerweise kann er in diesem Gitter, an dieser Art von Gitter, nicht runterfallen. Klettern. Nicht runterfallen schon, leider. Runterfallen kann er zu genug. So, jetzt bin ich ganz oben. Ich weiß gar nicht, was ist jetzt richtig? Ja. Und jetzt die Stiefel anzünden und tschuh, einmal runterziehen. Oh. Oh, der Arme. Oh, wir haben seine Panzerung kaputt gemacht. So, aber wir müssen... Ah, er macht jetzt Wind. Wir müssen aber einfach wieder hoch. Und das so oft, bis seine Panzerung kaputt ist. Ich glaube, es reicht, wenn man gut trifft, dass man zweimal ranhängen muss. Weil man kann hier nicht hochklettern. Muss man sich hier nochmal ranhängen. Es fehlte nicht mehr viel, aber es hat trotzdem nicht gereicht. Ich hab dich. Und zieh dich. Da ist ein Pokéball auf dem Boden. Noch einmal, oder? Da ist seine Zunge. Es fängt an zu regnen. Er wird aggressiv. War bestimmt eine gute Idee. Sie mit dem Drachen anzugehen. Ah, er ist schon nackig. Alles klar. Oh, so ein schöner Drache. Aber ich glaube, das Spiel bleibt sozusagen gleich. Ah, nee. Ach so, jetzt regnet es natürlich, jetzt wächst das und fliegt empor. Logisch. Genau, jetzt müssen wir wieder hoch, aber da können wir uns wenigstens ein bisschen frei bewegen. Denn wir müssen ein bisschen mehr ausweichen und so. Also erstmal schnell irgendwo hoch, ganz weit hoch. Ganz weit hoch. Ja, es war nicht ganz weit hoch, aber naja. Besser als nichts. Ich weiß gar nicht, wo er ist. Hilfe. So. Ist bestimmt sinnvoll, so irgendwie so weit oben an Blitzen und so rumzugammeln. Na los, mach irgendwas. So. Ja,
Portal speit Feuer. Ach, scheiße. Brauchen wir zu lange. Kann ich ihn jetzt nicht erwischen oder so? Und ja, in deinen Rücken rein. Ja. Boah, der springt einfach ab im letzten Moment, ist klar. Link, du bist cool. Oh oh. Jetzt greift er auch direkt an. Das ist nicht gut, nicht gut, nicht gut. Oh. Ich glaube, er hat Feuer gespeit, kann das sein? Ja. Oh oh. Ich glaube, man muss erst warten, bis er Luft holt. Bis er Feuer holt. Und dann schnell weg. Und weiter. Und weiter. Und weiter. Los. Schnell ist er ja nicht. Aber ein kleiner Drache. Ich glaube, kriege ich ihn schon. Ja. Und stirb, 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 stirb. Boah, der letzte Schlag sah so brutal aus. Ah, voll krass, ey. Dass man so mit ihm runterfährt, das fühlt sich echt krass an. Oh oh. Schnell da hoch, bevor er uns tötet. Oh, 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 oh. Ich weiß nicht, was er macht. Aber wenn er schreit, kann das doch nichts Gutes sein. Oh. Scheiße. Kann ich mich von hier? Nein. Aber es ist gut, dass er aufhört. War uns erwischt. Schnell. Und los. Gleiches Spiel wie vorher. Ich dachte, dass wir jetzt echt noch 20 Minuten brauchen werden für das Ganze. Aber cool. Oh oh. Er ändert seine Richtung. Und er verbrennt einfach die Dinger eigentlich auch mit. Ja, der Regen löscht das wieder in 2 Sekunden. Ist doch logisch. So, und da, 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 und da. Los, das letzte Mal. Das letzte Mal, oder? Das letzte Mal! Button! Smashing! Yeah! Plötzlich explodiert er irgendwie in Feuer. Und tschüss, mein armer Drache, es tut mir so leid. Wieso kann der Drache nicht mal gewinnen? Egal, wir haben einen Herzcontainer von ihm. Ein Teil von ihm wird immer ein Teil von uns sein. Yeah. Geschafft. Die vierte Spiegelscherbe. Jetzt haben wir sie alle. Ja. Das stimmt. Sag mal, erinnerst du dich noch an das, was die Weisen gesagt haben? Nur der vom Schattenvolk anerkannte Herrscher ist in der Lage, den Schattenspiegel zu zerstören. Zanto konnte den Schattenspiegel nur in Scherben zerbrechen. Also ist er der falsche Herrscher. Das ergibt Sinn, ne? Los, auf zur Spiegelkammer. Betrüger bleibt Betrüger. So fein er sich auch kleidet, gegen den echten Herrscher kommt er nicht an. Beweisen wir es ihm. Alles klar. Aber erstmal Herzcontainer erhalten. Yeah. Jetzt fehlen nur noch 2 Herzcontainer. Cool. Okay, komm, gehen wir einfach. Ich kann dich von hier wegbringen. Bla 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 bla. Okay. Okay.
Das war schön. War auch irgendwie interessant, dass man so im Himmel ist, also dass alles so hell ist und so weiter. Wir speichern mal und dann beenden wir den Part und ja, die Spielzeit müsste jetzt voll hochschießen. Ah, doch nicht. 4 Stunden. Oh, nur 4 Stunden. Okay. Hallo. Haben wir eine Tante noch? Tante ist weg. Tante. Okay. Naja. Ich würde sagen, ich beende an der Stelle dann den Part. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Ich hoffe, ich falle hier nicht. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part, wenn wir dann irgendwie wieder zur Erde zurückkommen. Und ja. Bis zum nächsten Mal, Leute. Danke fürs Zusehen. Wow, tschüss.